Maxi Hoffmann, herzlichen Glückwunsch. Es war eine Nervenschlacht am Ende 2:0 gegen FC Baku. Wie war es für dich? Ja, so wie es sich auch von außen angefühlt haben. Ist natürlich, je länger das Spiel dauert und wir brauchen ein Tor, wird es natürlich ein bisschen hektischer, wird es nervöser. Wir wollten unbedingt das Spiel gewinnen. Das ist uns zum Glück gelungen. In der ersten Hälfte, glaube ich, Vielzahl an Chancen liegen lassen, wo wir einfach schon früher das erste, das zweite Tor machen und dann das Spiel trocken runterspielen. Aber wir brauchen im Moment leider zu viele Chancen, um in Führung zu gehen. Das ist ein bisschen das Manko und dann ist es natürlich immer gefährlich. Der Gegner hat vorne Qualität, laut aufs Umschaltspiel, da muss man einfach immer aufpassen. Von dem her, ja, war es dann das Spiel einfach auf Messerschneide, wobei wir, glaube ich, über die gesamte Spielzeit eigentlich die klar bessere Mannschaft waren und ja, einfach die Tore oder die Effizienz vorne vermissen haben lassen. Und von dem her ja, waren es unnötige extra Kilometer, die wir uns gerne erspart hätten, aber wir wollten vor dem Spiel aufsteigen, egal wie, und ja, mit dem sind wir jetzt einfach glücklich. Jetzt gegen einen Gegner gespielt, der wirklich mit allen Wassern gewaschen war. Der Gästedeuter hat schon in der 10. Minute die erste Verwarnung bekommen wegen Zeitspiels. Wie schwierig ist es da als Spieler ruhig zu bleiben? Ja, natürlich. Für die war das auch wie ein Spiel des Jahres. Dass die da mit alle Mädchen alles versuchen, war auch klar. Es war ein bisschen mühsam, weil einfach dann kein Spiel entstanden ist, wenn, glaube ich, in der ersten Hälfte schon 6-mal der Gegner am Boden liegt und der Tormann wartet bei jedem Einwurf. Ist einfach schwierig, da in den Rhythmus zu kommen. Und ja, Schiedsrichter hätte vielleicht im Vorhinein schon mit einer gelben drohen sollen oder gelbe zeigen, dann ja, hätten sie es vielleicht nicht mehr gemacht. Aber ja, an dem muss man auch lernen, an dem muss man auch reifen. Und ja, haben wir gemacht. Gott sei Dank ist es gut gegangen und ja, wir sind einfach glücklich, dass wir in der nächsten Runde sind. Ihr habt hinten die Kiste sauber gehalten. Vorne hat der Ferdi den sprichwörtlichen Deckel drauf gemacht. Wie hast du das da erlebt? Ja, für das haben wir. Er hat natürlich mit seinen Knieproblemen eine lange Leidenszeit jetzt gehabt. Er hat auch schon im Frühjahr war er verdammt wichtig bis zu seiner Verletzung. Hat Qualität vorne, hält die Bälle, ist mit dem Kopf verwucht. Und wir haben gewusst, wenn er dann kommt, dass er einfach dann ein anderer Spielertyp ist, der wir so jetzt nicht am Platz gehabt haben. Und für das ist er reinkommen. Und umso schöner, dass er bei seinem Comeback bei dem Spiel natürlich gleich wieder für uns trifft. Ich glaube, das gibt ihm und uns allen natürlich Auftrieb und Selbstvertrauen für die nächsten Wochen. Und ja, auf dem können wir aufbauen. Der LASK und der nächste Gegner ist überraschenderweise Vaduz. Ist jetzt noch relativ weit weg. Wie lange kann man sich jetzt noch über diesen Sieg freuen? Und wann richtet man wieder auf den Fokus auf die nächsten Spiele? Ja, heute werden wir uns auf jeden Fall freuen. Das ist ganz klar. Aber ja, es geht am Sonntag schon weiter. Und ja, ist auch ein Spitzenspieler. LASK ist, wie jeder weiß, stark in die Saison gestartet. Unser Ex-Trainer wird uns wahrscheinlich auch einstellen wollen. Von dem her wird das nächste intensive Spiel. Aber ja, das heißt einfach regenerieren. Wir haben einen breiten, guten Kader für genau solche Szenarien. Von dem her bin ich überzeugt, dass am Sonntag die Elf oder auch mit den Einwechselspielern, die am Platz stehen, alles geben werden, um auch dort als Sieger vom Platz zu gehen. Dann wünschen wir dir, genießt den Moment. Alles Gute. Danke. Danke. Ciao. Danke. Ferdi Truif, congrats. It was a thriller here at the Allianz Stadium. At the end of the day, 2-0 win over Baku. How would you summarize the game? Yeah, we are the better team. If you look at the chances, we had a lot of chances, but yeah, they had also, I think it was really open in our back front, but it was tough, but I think we have to score more goals and then it's easier. But we didn't, and we make one goal and then you know you have to play a longer game. And yeah, I think we did a good job now. Yeah, we are next round and focus on Sunday. The second goal, let's talk us through it. How was it from your point of view? The coach say also give the long ball in the box at Burgi and me, and yeah, I think we did it the last 10 minutes, but yeah, it was really important. I know I can score with my head also and on the ground, but yeah, it was a really good ball on my head. It was perfect, and yeah, I can touch him really easy, and yeah, it was a goal. It was your first game after the injury. How was it for you when you come back from an injury? Are you a bit nervous before the game, or is it just a normal game for you? No, for me it's a normal game, but I think more excited to play the game. It was a long way ago that I play a game, but it was 3 and a half 4 months ago, and yeah,
I think it was a really good feeling that I was last week back in the squad, also with the training and yeah, now back in the squad. But yeah, it was a really good feeling to get some minutes and to help the team and the club, and yeah, it's really good. For you personally, how much is missing until you have 100%? Well, yeah, it's difficult, but I cannot play 90 minutes now. I think I can play, let's say, 30 minutes maximum. And yeah, today was really good. I feel good, and let's see how it is tomorrow. But yeah, I think if you win today, then it's more tomorrow a better feeling than if you lose the game. But no, I feel good and I feel strong, and yeah, I'm on the right way. Next opponent in the Conference League playoffs is Vaduz. Big surprise. Do you watch the opponents before, or is it just when you hear about the result that it's the same for you? No, it's the same. You have to focus always on the next games, and we have this weekend we have the competition and not the Conference League, and now we focus on Sunday and not on the other games. But yeah, for sure we look at the other appointments, but if we are closer at the games, then we look at our appointments, but not now. And on Sunday, away game against LASK, hopefully with a goal from Ferdi Troy. Yeah, hopefully. Yeah, you never know, but yeah, I do everything, and yeah, I hope I can help the team again, and yeah, let's see. Thanks, Freddie.